begrüße euch herzlich zum achten Teil unserer Videoführung durch die Ausstellung Medicus, die Macht des Wissens. Wir sind mittlerweile angelangt am Wendepunkt zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Im Laufe des Mittelalters, im 13. Jahrhundert, in der Zeit Friedrichs II., in der Stauferzeit, da entwickelte sich ein neuer Berufsstand in der medizinischen Versorgung, nämlich der der Apotheker. Zunächst waren diese Fahnen das Volk, aber im Laufe des 14. Jahrhunderts entwickelten sie sich zu etablierten Vertretern der Stadtgesellschaft. Sie erlangen Reichtum und Einfluss. Wirtschaftlich abhängig waren die Apotheker davon, dass Seuchen oder auch Epidemien aufkamen. Fehlten diese, konnte ein Apotheker durchaus Probleme bekommen. Dabei waren die Apotheker aber wirkliche Marketingprofis. Oftmals verwandelten sie ihre Verkaufsläden in regelrechte Wunderkammern. Man folgte der Devise, je exotischer, umso größer muss auch die Heilwirkung sein. Und so stattet man die Apotheken aus, zum Beispiel mit Tierpräparaten wie ausgestopften Krokodilen. Und auch die Heilmittel wurden dargereicht in kostbar anmutenden Gefäßen mit orientalischer Wirkung. Zu den angebotenen Arzneimitteln zählten einerseits Einzelwirkstoffe pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Herkunft, aber auch Komposita, Zusammensetzungen aus bis zu 200 Einzelstoffen. Aus heutiger Sicht sind viele Arzneimittel dieser Zeit skurril. Beispielsweise schwor man auf Einhornmehl. Man ging davon aus, dass das Horn dieses Tieres, dessen Lebensraum in der Nähe des Paradieses vermutet wurde, heilende Wirkung hätte. Tatsächlich verabreichte man den Menschen gemahlenes Pulver, oftmals aus gefundenen Mammutzähnen oder auch aus dem Zahn des Narwals, der geschwungen war und deshalb an das Einhorn erinnerte. Ein weiteres spannendes Arzneimittel war der Besoarstein oder Magenstein. Dabei handelte es sich um Verklumpungen aus Haaren, aus anderen Substanzen, die in Tiermägen entstanden und die von einer Ziege, einer Kuh und anderen Tieren ausgewirkt wurden. Diese Steine waren hochbegehrt. Man setzte sie insbesondere ein als Heilmittel gegen Vergiftungen. Oder das sagenumwobene Teriyaka, ein Kompositum, dem man eine weitgereiste Herkunft zuschrieb, dessen Inhaltsstoffe man aber bis heute kennt und nutzt. Hauptbestandteile waren Fenchel, Kümmel und Anis. Als Kompositum wurde es oftmals angereichert durch bis zu 200 weitere Stoffe, wie beispielsweise Honig oder Essig. Teriyaka sollte helfen gegen schwere Krankheiten wie die Pest, Syphilis oder auch Malaria. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass Teriyaka so wirksam ist, dass der Patient etwas spürt, mischte man gerne auch Opium bei. Besonders beliebt war auch Mumienpulver. Man war beeindruckt vom Erhaltungszustand der ägyptischen Mumien und versprach sich deshalb von der Verabreichung von Mumienpulver, von gemahlenen Mumien, eine lebensverlängernde Wirkung, eine Wachstumsförderung und man nahm Mumienpulver auch gerne als Aphrodisiakum. Wenn ihr euch für Heilmittel der vergangenen Jahrhunderte interessiert, dann möchte ich euch noch das Deutsche Apothekenmuseum in Heidelberg empfehlen. Die Sammlung dort hält viele spannende Geschichten rund um dieses Thema bereit. Wenn uns zu Hause das Kopfweh plagt, dann führt meist der erste Weg direkt zum Medikamentenschrank auf der Suche nach einem geeigneten Hilfsmittel. Das ist nicht nur in der Gegenwart so, sondern schon seit dem 17. Jahrhundert hatten viele Privathaushalte eine eigene Hausapotheke, die von einem Apotheker eigens zusammengestellt worden war. Eine solche Haus- oder auch Reiseapotheke seht ihr rechts neben mir. Und allein schon der erste Blick verrät, dass das nicht die Apotheke eines gemeinen Mannes war, eines kleinen Haushaltes, sondern hier eine Reiseapotheke eines Papstes, des späteren Papst Paul V., reich ausgestattet mit goldverzierten Gerätschaften, mit allerlei Glastiegeln und mit Seide ausgekleidet. Diese Haus- und Reiseapotheke war sicherlich nicht in der päpstlichen Kutsche zu verorten und wartete dort wie ein Erste-Hilfe-Kasten auf einen Unfall, sondern in dem Fall wirklich auch ein Repräsentationsobjekt, das in dem großen Hofen oder den entsprechenden Umfeldern auch dargebracht und gezeigt und vorgeführt wurde. Die Apotheke beinhaltet eine Reihe von Tiegeln, von Gefäßen, von eigenen Schächtelchen mit Pflastern, aber auch eine Reihe von Miniaturgegenständen von Apotheken, pharmazeutischen Instrumenten und dergleichen mehr.
Die Inschriften, die hier in Deutsch oder insbesondere auch im Alamannischen gehalten worden sind, verraten auch den Herkunftsort dieser Reisapotheke, nämlich das schwäbische Augsburg. Das ist kein Zufall, denn Augsburg war zu diesem Zeitpunkt im 15. und 16. Jahrhundert ein Zentrum der Gold- und Silberschmiedekunst und, wenn ihr euch vielleicht erinnert, schon zu Beginn unserer kleinen Reise durch den Medicus haben wir mit dem pommerschen Kunstschrank ein weiteres, ganz vergleichbares Stück aus Augsburger Fertigung kennengelernt. Auch die Haus- und Reiseapotheke Papst Paul V. aus dem Kunstgewerbemuseum in Berlin ist ein solches wirklich opulentes Zeugnis der damaligen Kunstfertigkeit und wirklich mehr als nur eine Hausapotheke oder ein Medizinschrank. Mit diesem wirklich außergewöhnlichen Stück verabschieden wir uns für heute aus der Welt der Apotheke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr unserer kleinen Reise durch den Medicus bislang so treu gefolgt seid. In der kommenden Folge wollen wir uns einmal in die Welt der Wissenschaften zurückversetzen und die Personen hinter den Forschungen in den Blick nehmen, gerade im Mittelalter, der frühen Neuzeit, den Universitäten, den Gelehrten, wie sie medizinisches Wissen gewonnen und auch weiterentwickelt und weitergegeben haben. Bis dahin!